Moin Jungs, ihr werdet es kaum glauben, Mango spielt tatsächlich heute ein Game Talia und gewinnt. Der Grund für die Ausdruckslosigkeit in meiner Stimme ist, dass seine Plays so brillant und ich so begeistert war, dass alle anderen Dinge im Leben mir einfach keine Emotionen mehr bereiten. Mit größter Freude habe ich euch also dieses Game geschnitten und anders als Talia würde ich euch bitten, schmeißt bitte keine Steine, vor allem nicht auf dem Schulhof, sonst müsst ihr die Hausordnung abschreiben. Viel Spaß! Guten Hunger. Dankeschön. Eigentlich war das nicht der Plan, dass ich jetzt wieder vor euch allen esse. Ich kann nicht mehr sagen, ich mag es nicht so gerne, weil ich mache es so oft. Ich mag es zwar nicht, aber glaubt ihr mir nicht? Food Review Stream. No. Wir machen auch noch ganz schnell ein Game, weil dann sollte es, glaube ich, perfekt passen. Dann joint ab dem zweiten nämlich Mazat dazu. Und ich esse einfach nebenbei. Bionade Sponsorship Incoming. Alter, wenn Bionade... Please, hit me fucking up, Bionade. Who are you exactly? Ja, Bionade heißen die. Please, if you guys sponsor shit, bitte. Mango at pbnj.gg, please. Echt, das ist das einzige Zuckergetränk, das wirklich geil ist auf dieser Erde. Also, ja. Fritz Limo ist auch nice, aber kann für mich überhaupt nicht mithalten. Nicht mal annähernd. Fritz Cola zum Beispiel finde ich auch nicht geil, aber die anderen Sorten von Fritz finde ich sind not bad. Die sind besser als andere dieser Geschmackssorten. Okay, Amumu Fiora Igitt. Amumu, was machen wir denn gegen den Amumu? Okay, pass auf. First time Talia jetzt. Plus 3 Views, sick. Das heißt, ihr hört mich, Jungs. Und Mädels. Also es ist ab sofort ein Team-Ranked. Aber ehrlich gesagt kriegt ihr diese Runde nur eine Menge Essens-ASMR. Sag ich, wie es ist. Mango Talia ist doch legendary, dann ruf eilt dir voraus. Ich würde eher sagen, mein Ruf eilt mir hinterher, aber gut. Okay, ich habe noch nie Talia gespielt. Ich weiß, wie sie funktioniert, aber... Obwohl, noch nie ist keine Lüge. Ich glaube, ich habe sie ein, zwei Mal passiert gespielt. Das wird spannend jetzt. Was gilt man zuerst? Q wahrscheinlich. Naja, doch. Q, EW. Ja, Q, EW. Bist du immer noch an Talia dran? Ich spiele gerade das erste Mal Talia. Bin ich no way. Wir machen hier nicht nach Buchstaben. 6 Sekunden Cooldown? That's quite a lot. Okay. Macht man Vögel wahrscheinlich ja, aber. Oh, das ist der Skill. Warte, haben die Cute-Dinger nicht mal AOE-Damage gemacht? Okay, man macht keine Vögel. Nee, man macht definitiv keine Vögel. VNX-Bionade. Nice. Ihr seid die besten Wingman-Guys. Die Sponsorship-Wingman. So, ich muss ja nur aufpassen, wo ich meine Qs setze, richtig? Damit ich die nicht verkacke, dass die aufeinander sind. Das ist doch eigentlich alles, was wichtig ist. Die Vögel haben mich ein bisschen unnötig viel Leben gekostet, aber... It is what it is. So, jetzt machen wir hier Wallriding, weil wir dann fast sind. Nice Flash. How was Elden Ring on a scale from 0 to 10? Mich hat der Open World Aspect etwas off guard gecatcht, auch wenn der heavily advertised war, glaube ich. Mit dem muss ich noch klarkommen. Aber ich entdecke langsam mehr und mehr Dinge, die mir Spaß bringen. Und es wird eigentlich immer besser noch. Definitiv. Oh. Tent. Ja, I have a tent. Ich dachte, ich kann ein bisschen Stress machen. Botlane, ich komme. Oh mein Gott, ich komme sowas von Botlane. Ich brauche den Warrite! Fiora, nicht Stream snipen. Oh no. Oh no. Okay. Okay, watch out. Nein, nein, der Flash hat da raus, was soll das? Wall, gib Stone. Thank you, Wall. Oh nee. Junge, da muss ich mich noch hart dran gewöhnen an diesen Champion, holy shit. Zielen kann ich. Ich habe halt das Gefühl, dadurch, dass man die ganzen Sachen dass man alles bei Talia quasi mit Bewegung steuert, muss man so sehr committen. Also man muss sich immer sehr sicher sein, dass die Richtung, in die man geht, auch eine gute Richtung ist. Das fällt mir sehr schwierig, muss ich zugeben. Okay, ich werde jetzt mal weggehen. Ich will ein schönes Item. Wenn das klappt, mir Bionade, will ich einen Sechser im Monat abhaben. XD, haben Sie auf Twitter und Insta kontaktiert? XD, DBTV, mach mal, was will das für mich? Dann war der Tag nur halb scheiße. Ich farm jetzt einfach erstmal primär. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Flo, ich danke dir auf jeden Fall für die 3 Euro und deine Dedication zur Demokratie, ja? Scheiße, da steige ich auf dem Feld. Oh, da hat das aber auch geringen Cooldown. Oh, das sieht nach unserem aus.
Gott. No. Wilde? If she immediately recasts, she will ride along it as it unravels. Okay, man muss das auch selbst zweimal drücken, um mitzureisen. Das ist sehr gut zu wissen. Sag ich, wie es ist. Man reist nicht automatisch mit. Gut. Schön zu wissen. Sehr schön zu wissen, ja. Und Description vor Level 6 durchlesen. Ja, ich hatte im Fight gerade nicht so viel Zeit, muss ich zugeben. Hatte ich die vorher schon? Nee, oder? Doch, die hatte ich vorher schon. Scheiße. Nice. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich verwechsel diese beiden Skills durchgehend. Are you serious? Ich verwechsel diese Skills durchgehend! Das ist so annoying. Wieso glaube ich bitte, dass die andersrum sind immer? Ich hab's schon wieder verwechselt, aber irgendwie hat's geklappt. Ich verwechsel diese Skills einfach. Stone, make me go fast! Fiora! Fucking Inter! Ja, okay, das war kein noch zu erwarten eigentlich. Da wollte ich noch unbedingt so viel helfen, wie ich konnte. Das war ein Fehler. Beste Bionade, definitiv Holunder. Holunder Top-Tier. Dann, ich glaube, ich mag alle richtig gerne, außer der, welche ist das? Litchi mag ich nicht so gerne. Und die Traube Johannisbeere, oder wie die heißt. Sogar Kräuter mag ich. Und da spalten sich, soweit ich weiß, am ehesten die Geister. Okay, langsam ist der Cooldown echt ridiculous low von der Fähigkeit. Man verbraucht auch krank viel Mana. I tried, my dudes. I tried. Tried so hard. And got very far, but in the end war es dann doch egal. LOL? Big LOL? Big fucking LOL? Ich bin Jungler, ich hab mich kurz full life geheilt. Kein Problem. Ich habe nicht mal einen Assist geholt. Wieso überfordert mich dieser Champion so sehr? Kann ich den hier haben? Schade. Nee, ihr bleibt schön da. 036, was ist das? 113 Amumu. Okay, sehr gewöhnungsbedürftig, dieser Champion. Holy shit. Mind your pudding. Was ist, wenn ich meinen Pudding nicht minden möchte? Was dann? Yoink. Power yoinken. Oh, das ist Gegner. I am dumb. Ich lebe. Aber pass auf, Leute. Jetzt, was will die Ash jetzt machen? Hä? Jetzt flasht sie mich schon wieder an! Da verstärkt ihr beide. Das war nicht wert. Das war es nicht wert. Oh, Renata! Nee, das war es nicht wert. Ja, das war halt kalkuliert von mir, das Play. Ich wusste genau, was passiert. Ich bin unfassbar gut einfach im Abrechnen von, also im so Abschätzen von Situationen. Was hältst von Renata? Hast du noch kein einziges Mal in meinen Games gehabt, Eden? Spannend. Ich habe wenige Spieler gesehen, die bisher wissen, wie man sie einsetzt. Aber ich weiß schon, dass sie mit Yi sehr, sehr stark sein kann. Like, sehr, sehr stark. Wenn Yi halt durch ein Team durchrennen kann, das ihn nicht fokussen kann, weil sie gerade Renata ultet wurden, that's a different kind of scary. Und auch die Wiederbelebungsfähigkeit von Renata ist sehr, sehr gut auf Yi. Weil Yi kriegt, mit Yi in so kurzer Zeit einen Kill zu kriegen, ist sehr viel einfacher als mit anderen Champions zum Beispiel. Geben uns den einfach? Ups. Ah, ja, ich hab mich schon gewundert.
Ich bin so überfordert! Aber sah gut aus. Sondern das habe ich auch nicht genutzt. Ich bin so überfordert mit diesem Champion, holy shit. Ja, geht's noch? Joink. Und sie stirbt nicht mal, ich glaube das nicht. Junge, wir sind so ein gutes Team. Erster Kill, woo! Ich bin Assist, Kiana. Ach, wieso schmeiße ich die immer in die falsche Richtung? Ich verwechsel die! Why am I this dumb? Shut down, what? The fuck happened, guys? Okay, W ist schmeißen, E sind Felder. W ist schmeißen, E sind Felder. Beste Ulti! Was geht hier? Okay, nice, nice, nice. Renate Ulti hittet auch. Das ist unser Fokus. Ja, die ist tot, sehr schön. Lovely, lovely, lovely. Ich klebe mal die Wave hinter uns, damit wir Minions haben. Kein Problem, Leute. Jo, ich deal Damage. You won't get me. I am the first. Achtung! Clutch Play. Actually, ich muss aber rausflashen. Ja, Moment. Ich meine, wir könnten wahrscheinlich auch enden, aber. Ja, wer will schon enden, wenn man auch Drake haben kann, ne? Ja, die Fiori ist doch free. Habe ich überhaupt nichts mit zu tun gehabt, aber sah cool aus, weil ich habe so zwei Qs gelandet, das hat Damage gemacht. Jo, ich mach Damage, doch. Oh, hätte ich das überlebt, das wäre so cool gewesen. Finish Game, Jung. Nein, einmal mal aufmischen. Thank you. Ich kann den Champ, safe. Ich bin einfach geboren für den Champ. First time Talia, insane, oder?